ist noch ein bisschen früh, um sehr alt zu sein. Lisa, wir schwitzt und so. Es läuft auch, es ist überall. Das hast du geträumt? Ich war wach. Es war hier neben dem Bett. Es war nahe Zimmern. Wie sah es aus? So wie ich. Schreib es mal. Gesucht. Kann ich finden. Ist 55 Jahre alt und weiß nicht, was es sucht. Gespenster suchen immer, das ist normal. Aber wenn sie tot sind, was suchen sie dann? Und warum nur meine Wohnung? Willst du drüber reden? Aber ich nehme 100 Euro die Stunde. Heiratest du mich trotzdem? Gerade deswegen. Worauf wartest du? Ich kann nicht so ein Glück. Jetzt geh schon ran, Mensch. Bist du denn? Ein frohes neues Jahr. Ich bin zu Hause. Was willst du denn von mir? Klaus, du musst ins Präsidium kommen. Ich habe heute frei. Ich muss zum Makler. Was ist denn passiert? Du musst kommen sofort. Er kommt. Wollen Sie vielleicht einen Schluck Tee oder so? Oder möchten Sie sich nicht lieber hinsetzen? Sind Sie Mandy Kiesel? Bitte informieren Sie sofort Ihre Eltern. Es sind keine bekannt. Okay, dann keine Eltern. Danke. Verbrannt können Sie noch. Ich schaue mir die Wohnung an und mache Fotos. Mindestens 4 Zimmer hinten. Parkplatz, Südseite, Balkon. Mein Stall steht noch offen. Seit 4 Monaten erinnerst du dich noch. Sie wird sich ja mit dem Mensch auf dich. Sie ist wieder da und sie lebt. Wie schön. Sie wurde gefoltert. Hast du was an deinem Gesicht machen lassen, du wirst sehen? Wie hat sie gefunden? Sie wurde von der Streife aufgegriffen, voll mit Drogen. Vor 3 Stunden. Das ist wirklich eine Freude, Mona. Warum muss ich denn hierher kommen? Mandy Kiesel lebt. Ich habe heute meinen freien Tag. Freiheit ist Illusion, Klaas. Frohes Neues. Was Neues. Frau Kiesel, ihr habt mir erzählt, dass Sie hier bei uns sind. Sie waren lange weg. Können Sie uns vielleicht etwas sagen? Ist es noch zu früh dafür? Lassen Sie sich Zeit. Sie müssen nichts tun. Wie lange stehen Sie schon so, Frau? Kannst du nicht vielleicht untersetzen? Ist es okay, wenn wir uns jetzt hinsetzen? Bitte, ich kann nicht mehr. Okay. Mandy, ist es in Ordnung, wenn der Arzt sie jetzt untersucht? Nicht weggehen. Nein, ich bleibe hier, versprochen.
Er wird kommen. Wie bitte? Er wird kommen, sagt sie. Jetzt will ich mal vertrauen, wo wurde es gefunden? Am Strand unterkühlt und ohne Orientierung. Sie kam aus einer Kühltruhe. Warum sagst du nicht, dass sie aus einer Kühltruhe gestiegen ist? Hab ich doch. Hast du nicht? Doch. Diese Schnitte hier an ihrem Unterarm, das sind Selbstverletzungen. Sie ist nicht gefoltert worden, sie ritzt sich. Wer macht denn sowas? Viele. Naja, Hauptsache ist du weh. Genau deshalb. Sag mal, wieso musst du überhaupt zum Makler? Suchst du eine neue Wohnung, willst du das hier wegziehen? Wo ist denn diese Kühltruhe jetzt? Meine Frau hat auch so eine. Ohne Luftlöcher und nicht so bequem, oder? Das will ich wohl hoffen. Das hier dürfte eine Sackkarre gewesen sein. Die Truhe ist übrigens erosionstüchtig. Wie geht's der Jungfrau? Ich würde sagen, entsprechend. Warum der Aufwand mit der Kühltruhe? Man hört nichts und sieht nichts da drin. Und die ganze Polsterung? Gute Frage. Wie hat der alte Klee immer gesagt, man möchte es nicht aussprechen, ahnt aber doch Böses dabei. Ich höre. Du Klaus, Frau Kiesel möchte Papier und Stifte. Er hat mir schöne Sachen geschenkt. Zum Anziehen, zum Waschen, Schuhe. Blumen. Er hat mir die kleine Meerjungfrau zum Lesen mitgebracht. Und meine Lieblingsmusik. Woher kennt er ihre Lieblingsmusik? Er weiß alles von mir. Manchmal ist er ganz traurig. Dann sagt er kein einziges Wort, dann... Er wohnt bei seiner Omi unter den Sternen. Er kommt mich bald besuchen. Wir gehören zusammen. Er wohnt unter den Sternen. Wo kommt er sie besuchen? Überall. Er kommt überall rein. Er kommt durch die Wand. Wie macht er das denn? Er hat es mir versprochen. Er kommt mich besuchen und dann fahren wir zusammen weg. Wo fahren Sie denn? Hat er seinen Namen genannt? Er wird kommen. Den.
Zeit für die Milli. Die Milli ist von der Mami. Aber die Mami ist nicht da, die Mami ist weg. Jetzt trink doch mal einen Schluck von der Mami. Zimmer, Südseite, Balkon, Parkplatz und ein Gespenst. Wie bestellt. Ich schicke dir die Fotos. Bis heute Abend. Kuss. Kai Korthals ist wieder da. Wendy Kiesel hat ihn gerade gemalt. Sie hat das Bild vielleicht in der Zeitung gesehen. Sie hat ihn angemalt. Hier ist Wendy Kiesels psychiatrisches Gutachten. Sie hat ihr halbes Leben in der Psychiatrie verbracht und malt sie, porträtiert ihre inneren Dämonen. Sie verletzt sich selber. Hören Sie auf, mich zu beruhigen. Die Narbe an seinem Hals. Bei seiner Verhaftung hat er sich das Bein in den Hals gehauen. Erinnern Sie sich? Wie gesagt, ich war dabei. Okay. Von dieser Wunde gibt es kein Bild in der Zeitung. Es gibt kein Bild von ihm. Nur wir beide haben ihn damals gesehen, oder? Das ist richtig. Er kam mir damals so nah. Er trug eine Maske. Hat mich angeschaut. Seine Augen sind die Augen auf dem Bild. Sie sind so schön. Und sie sind böse. Solche Augen vergisst man nicht. Ich will ja nicht stören, ich habe nur eine Frage. Von wem ist hier die Rede? Er ist nicht tot, er war nur weg. Ich habe ihn nur einfach vergessen. Das will ich nicht gehört haben, Frau Brandt. Wir vergessen keinen. Korthals Phantombild hing in jeder Tankstelle. Wenn er jetzt neben Ihnen stände, würden Sie ihn erkennen? Korthals kann es nicht gewesen sein. Wieso nicht? Die Frau lebt noch. Außerdem, wo war er denn die ganze Zeit? Hier. Hier? In Kiel? Ja, und was hat er gemacht? Ein scheiß normales Leben geführt. Bitte erinnern Sie sich. Korthals lauerte Frauen in ihren Wohnungen auf und zerhackte sie. Sowas fällt auf. Und wer weiß noch davon? Nur die NSL. Frieda, er ist bestimmt eine sichere Partie, aber er hat dich doch nie interessiert. Du hast selbst gesagt, er sei ein Schmuck-Eremit. Ich stehe auf Eremit. Ich finde ihn sexy. Ich heirate keinen Polizisten, wenn ich das mal zitieren darf. Du wolltest nichts mehr mit Verbrechen, Gewalt und Beamten zu tun haben. Wir sprechen nicht über seinen Dienst, über Verbrechen oder über seine Kollegen. Und warum erfahre ich jetzt nichts davon? Weil du meine Mutter bist, wenn ich dich mal zitieren darf. Den Schlüssel zu deiner Wohnung. Nicht nur zu meiner Wohnung. Ich habe nachgedacht, die Schwestern sind keine verfluchten Seelen. Sie sind Manifestationen des Gewissens. Sie sind schreckliche Gewissheiten. Wie zum Beispiel... Meine Mutter. Klaus, das ist Konstanze, meine Mutter. Schweine.
Kieselstrand, keine Menschenseele, immer nackt. Oben auf dem Berg, die Iglesia San Miguel, weiß und rein, im Sommer kühl. Zum ersten Mal war ich 74 auf Ibiza. Frieda war noch nicht geboren. Und ich wusste sofort, hier will ich leben. Sie waren schon immer Beamter, Klaus? Nein, zuerst war ich Kind. Das dauerte etwa 12 Jahre und dann hatte ich eine Eingebung, was ich später mal werden will. Beamter? Nein. Verbrecher, ich wollte immer Verbrecher werden. Das ist neu. Er hat sein Auto erschossen. Was? Ja, das ist eine andere Geschichte. Erzähl weiter. Und weil sich Verbrechen aus privaten Gründen für mich nicht lohnt, beschloss ich... Beamter zu werden? Nein, Psychologie zu studieren. Was? Das hast du... Du? Ich hörte im 6. Semester forensische Anthropologie bei Professor Arbogast. Und da wurde mir klar, dass man Verbrecher und Psychologe werden kann. Wie geht das denn? Man wird Beamter. Als Kriminalist komme ich dem Verbrechen so nahe, als würde ich es selber begehen. Um ein Verbrechen zu verstehen, vollziehe ich es nach, stelle es mir vor, wiederhole es, ohne es auszuführen. Mach doch mal die Augen auf, Schätzchen. Seltsam bewegte sich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Woher soll ich denn das wissen? Also, haben Sie so lange gewartet? Ja, weil ich gedacht habe, sie schläft. Wir rufen Sie an. Im Rettungswagen. Das Kind muss sofort in eine Klinik. Das geht nicht. Wo ist denn die Mutter? Sprechen Sie bitte in.
Affäre? Oder ist sie denn nicht? Mandy Kiesel ist heute Nacht gestorben. Sie ist verblutet. Sie hat ein Kind im Bauch. Das Kind wurde herausgeschnitten. Die Plazenta wurde dann gelassen. Wahrscheinlich vergessen. Ohne Betäubung. Ich muss kotzen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt begriffen hat, was da mit ihr passierte. Na was wohl. Dieses Vieh hat sie vergewaltigt. Sie hatte mehrmals Besuch in der Psychiatrie. Von Kurtals? Das wissen wir nicht, Frau Brandt. Wir müssen ganz genau sein. Außer Mandys Zeichnungen haben wir nichts von ihm. Und das passt nicht in sein altes Schema. Auch Unmenschen ändern sich. Wir wissen nicht mal, ob das Kind von ihm ist. Und ob er oder doch ein Arzt das Kind aus dem Bauch hat. Wo und warum das alles passierte? Wir wissen es nicht, Robert. Wir wissen gar nichts. Es war Kurtals. Der Arzt meinte, der Vater hat das Kind nur mal angesehen und ging dann wortlos. Und warum ist sich der Arzt so sicher, dass er der Vater war? Ist doch jetzt nicht so wichtig, Klaus. Er hat ihn eindeutig erkannt, den Kurtals. Ein kleines, unschuldiges Baby. Was wird man ihm später sagen? Kennst du Pepper? Sieht ihm irgendwie ähnlich. Das ist ein Mädchen. Das sieht ihm auch ähnlich. Er wird kommen. Bitte? Sie hat es gesagt, er wird kommen. Die Kleine ist hier nicht sicher, die muss weg. Tage.
wollte dir sagen, ich freue mich auf unser gemeinsames Leben. Ich liebe dich. Sie hatten gesagt, es sei eilig. Was ist dahinter? Eine Liege. Es kommt vor, dass Patienten unwohl sind, dann können sie sich hinlegen. Liegt da einer? Nein. Aber da könnte einer liegen. Ja, aber da liegt keiner. Da stehen nur meine Schuhe. Sie haben schöne Füße. Geworden. Vorletzte Nacht. Gratuliere. Junge oder Mädchen? Mädchen. Kleine Prinzessin. Ich hatte immer eine Hoffnung. Ich habe mir immer ein Kind gewünscht und ein ganz normales Leben. Verstehen Sie? Ich bin kein schlechter Mensch. Denken Sie, dass es gute und schlechte Menschen gibt? Andere denken das, ja. Warum? Manchmal werde ich wütend. Dann erinnere ich mich an Sachen, die früher waren. Also was früher war und was heute ist. Also was aus mir geworden ist. Was ist denn aus Ihnen geworden? Nichts ist mir geworden. Also nichts. Nichts Besonderes. Also ich hab nichts gelernt. Also ich hab keine Arbeit. Ich hab auch keine Freunde. Er kommt überall rein. Er kommt durch die Wand. Wie macht er das denn? Er hat es mir versprochen. Er kommt mich besuchen und dann fahren wir zusammen. Er wird kommen. Na, dann komm doch. Wir sind verbunden mit dem AB von Klaus Borowski. Schatz. Ich bin schon auf dem Weg. In einer halben Stunde bin ich zu Hause. Und denk an die Papaya. Ich mache uns Risotto mit Spargel. Ja? Bis gleich, Liebling.
kannst ja verstehen. Hast du es dir noch mal überlegt? Vielleicht willst du mich gar nicht heiraten. Ich will dich vielleicht auch gar nicht heiraten. Wir könnten einfach nur verreisen. Sie und Frau Jung. Kommen Sie rein. Ich dachte ja eher, Sie und Schlagitz. Bei Ihnen piept's wohl. Ach, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Kurt heißt, was damit zu tun hat. Ich war vor 4 Stunden mit ihr verabredet. Frieda ist nicht gekommen, ihr Auto steht hier vor der Tür. Und deshalb Brautalarm. Ich kann doch nicht ihren Rechner knacken, nur weil sie nicht zum Essen kommt. Außerdem entspricht sie sowieso nicht seinem Beuteschema. Ich will jetzt darüber keine Diskussion. Das hier ist privat. Da können komische Sachen dabei rauskommen. Ich gebe Ihnen die Erlaubnis. Gut. Letzter Termin heute 14 Uhr, Erstanamnese. Kein Name. Straße 14 oder 15. Okay.
Omi, der Besuch ist da. Ist nicht für lange, schlaf weiter. Ist das? Es geht schneller vorbei, wenn sie jetzt mitmachen.
wusste von Anfang an, dass der verdammte Beruf, mein Gott, verdammte Beruf, alles zerstört. Aber wie kommt er auf Frieda? Was hat sie denn damit zu tun? Er will sich tauschen. Er will sein Kind zurück. Von ihm? Von mir. Wir haben es ihm weggenommen. Scheiße, wir haben es in Sicherheit gebracht. Im Krankenhaus. Wahrscheinlich war er noch da, als wir kamen. Warum habe ich dieses Tier nicht erschossen, als es heulend und zappelnd vor mir stand? Weil Sie so etwas nicht tun, Herr Borowski. Von Ihnen habe ich gelernt, dass Schicksal nichts Spezielles ist. Nicht so für uns. Ja. Sie sagen doch immer, weh tut es erst, wenn es persönlich wird. Jetzt rede ich. Bitte, lassen Sie mich ausreden. Er will sein Kind zurück. Gut. Wir werden jetzt genau das tun, wofür wir bezahlt werden. Wir bleiben sachlich, wir verstehen ihn. Wir jagen ihn, wir werden ihn in die Enge treiben und wir kriegen ihn. Klaus, ich bitte dich inständig, gib das Kind zurück. Ihr habt kein Recht, es wegzunehmen. Versuch es nicht mit Polizeitaktik und Verhandlungen. Mein Leben, mein Schicksal liegt in deiner Hand. Alles, was jetzt mit mir geschieht, bestimmst du. Ich muss auf Klo. Stellen Sie sich vor, jemand behandelt Ihr Baby, wie Sie mich gerade behandeln. Wollen Sie das? Klaus hat Ihnen Ihr Kind nicht weggenommen. Das in Sicherheit gebracht. Er wollte es beschützen. Das ist seine Arbeit, verstehen Sie? Dem Kind geht es gut. Es wird umsorgt. Es ist nicht allein. Er hat mir schon mal mein Kind weggenommen. Klaus hat mir von Ihnen erzählt, Sie sind der Postbote. Ja, das war mal. Sie haben sich um das Kind gekümmert, das niemand wollte. Sie haben Frau Brandt die Medikamente ins Präsidium gebracht, stimmt's? Er hat mir alles erzählt. Er bewundert Sie. Was? Wofür? Er hat mir erzählt, wie klug Sie sind und wie verzweifelt. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie sind kein schlechter Mensch, Kai. Er weiß das. Er ist auch kein schlechter Mensch. Es gibt keine schlechten Menschen. Aber selbst wenn er wollte, kann ich einfach ihr Kind holen und ihn bringen. Er ist Polizist. Aber ich könnte etwas tun. Ich kann mit der Polizei reden. Ich kann eine Begegnung mit ihrem Kind arrangieren. Ich wollte nicht, dass das jetzt passiert. Ach, das alles. Warum lassen Sie mich nicht einfach in Frieden? Ich
haben jetzt Fotos, weißer Kastenwagen mit Kortholz am Steuer auf dem Parkplatz in Notaufnahme. Bist auch auf dem Foto. Standst direkt neben ihm. Sag mal, brauchst du was? Soll ich vorbeikommen? Alles gut. Wo ist mein Kind? In Sicherheit. Wo? Wo ist Frieda? Das ist doch eine Sache zwischen uns. Vertausch mich ein. Nimm mich und lass ihn gehen. Da hört mir keiner mehr zu. Jetzt hören Sie mir zu. Ich muss was trinken. Ich will auch was trinken. Leitungswasser ist okay. Wo warst du die ganze Zeit? Was hast du gemacht? Haben Sie aufgehört, mich zu suchen? Haben wir nicht. Nicht ihr, Sie. Sie haben damit aufgehört. Warum? Ich habe nie aufgehört. Warum hast du ihr das Kind aus dem Bauch gestochen? Es kam nicht. Es kam einfach nicht. Warum hast du sie nicht in ein Krankenhaus gebracht, sondern in eine Kühltruhe gesteckt? Was hätte ich denn machen sollen? Hätte mich das sofort verhaftet und dann hätte mein Mädchen keinen Vater mehr. Dein Mädchen hat jetzt keine Mutter mehr. Mandy ist doch keine Mutter. Die ist nicht ganz dicht hier oben, das habt ihr doch gesehen. Sie ist tot. Was? Tot. Verblutet. Scheiße. Das wollte ich nicht wirklich. Das habe ich nicht gewollt. Jetzt brauche ich auch einen Tequila. Oben. Du warst schon mal hier? Ja, öfter mal. Sie denken, dass ich kein guter Vater bin, oder? Sie denken, dass ich kein Kind erziehen kann. Sie glauben, Sie sind besser als ich, stimmt's? Ja, das glaube ich. Aber Sie kennen mich doch gar nicht. Sie wissen doch gar nicht, wer ich bin. Wer bist du denn? Was wissen wir voneinander? Du bist ein Lebensdieb. Du nistest dich im Leben am Arm ein und hast kein eigenes. Ich war gut zu ihr. Wir waren glücklich miteinander. Wir waren eine Familie. Warum trägst du Friedas Leid? Hast du sie auch in eine Kühltruhe gesteckt? Hat sie genug Luft zum Atmen? Sag mir, wo Frieda ist. Und ich kann dir dein Kind zeigen. Ich will mein Kind haben. Ich kann es dir nicht geben. Dann ist Frieda weg. Es ist nicht dein Kind. Was? Es ist nicht von dir. Eure DNA ist verschieden.
stimmt doch nicht. Das kann nicht sein. Warum glaubst du mir das nicht? Denkst du, ich lüge in so einem Augenblick? Ist das Spiel verbrannt? Haben Sie Schlaftabletten genommen? Ich habe Lärm gemacht wie Godzilla. Eine Sekunde, ich zieh mir was über. Heizungskeller der psychiatrischen Klinik gefunden. Das hier ist Kai, Mandy und ein Kind. Das hier ist besonders interessant. Sterne. Mandy sagte, Kai wohnt bei seiner Oma unter den Sternen. Sind das Sterne oder sind das Lichter? Ein Blick vom Hochhaus. Sein Schimmer geändert. Er beschleicht die Frau nicht mehr, er holt sie zu sich. Da kann er sie dann in Ruhe beschnüffeln und befingern. Haben Sie Besuch? Ja. Sie. Wie kam Kortals auf Frieda Jung? Niemand wusste von ihnen beiden. Selbst Schladitz nicht. Frieda wollte es. Deswegen. Er kann es eigentlich nur von ihnen wissen. Von mir? Wieso von mir? Er war in ihrer Wohnung. Er muss irgendwas von ihr gefunden haben. Sehr gut. Frau Brandt, exzellente Arbeit. Machen wir. Mich? Nein. Aber Sie verhandeln doch nicht heimlich mit ihm, oder? Das ist absurd. Ich bin müde. Egal, was Sie vorhaben, tun Sie es nicht.
Wie fühlt sich das an? Das kenne ich schon. Mein Kind, oder? Sie haben nur Spaß gemacht. Sehe ich aus wie Spaß? Frieda hat Durst. Sie haben, was ich will. Und ich habe, was Sie wollen. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Sie ist alles, was ich habe. Gibst du mir zurück? Klaus, wir haben die Suche nach Frau Jung eingestellt. Vorläufig. Bitte? Jetzt hör mir mal zu. Wir glauben nicht, dass Frieda Jungs verschwinden und der Fall Korthals zusammenhängen. Bitte nimm das nicht persönlich, aber wenn er sie entführt hätte, warum auch immer, ja? Dann hätte er sich doch gemeldet. Oder er hätte eine Forderung gestellt.
hatte? Ihr wollt ihm den Dummy anbieten als sein Kind? Glaubt ihr, er ist so dumm? Nein. Aber jetzt schau mal. Mandy Kiesel, ja, hat seine Wohnung gezeichnet und... Das ist alles ein Werk. Das ist alles ein Plan. Und ihr tut genau, was er will. Mag sein. Aber das mit Frieda und dir ist eher eine Privatsache zwischen euch. Bitte versteh mich nicht falsch, aber... Wir sind der Meinung, sie wollte einfach mal nachdenken, allein sein, in sich gehen. Sie kommt schon wieder. So was kommt vor. Meine Frau ist ja auch, du weißt es doch. Da kommt ein anderer und puff, weg ist sie, so geht das doch. Scheiße, verstehst du? Sie sollten Schauspieler werden. Scheiße. Der bringt mich um dafür.
Sorge, Roland. Ich wusste es, du geniale Sau. Noch heiraten. Wer soll ich denn dann im Gefängnis besuchen kommen? Hm? Ist jetzt ein Verbrecher. So wie ich. Das ist der Schlüssel für den Wagen, der Schlüssel für die Haus- und Wohnungstür. Und das hier. Wofür ist der kleine Schlüssel? Ein schlechter Mensch. Frieda. Ich bin kein schlechter Mensch. Thank you.
glaube, ich habe ihn umgebracht. Im Schacht. Willst du hin, Kai? Willst du dein Kind nicht sehen? Kann ich meine Tochter sehen? Na klar. Kannst du sehen. Tut's weh? Dass ich kein schlechter Mensch bin. Das kannst du dir selber sagen. Es ist noch nicht zu Ende. Herr Notarzt. Zu Hause? Wie lange?
Schatzkarten gemalt? Frieda, hör mir zu, ich muss das tun. Hätte nie verraten, wo du bist. Wie hast du mich gefunden? Ich habe ihm einen Tausch angeboten. Dich. Gegen das Kind. Du hättest mich getauscht. Nein, hätte ich nicht. Ich hasse deinen Beruf. Ich hasse es, wie du aussiehst, wenn du nach Hause kommst. Dieser ganze menschliche Dreck ist noch in dir drin. Das geht doch nie mehr ganz raus. Egal, was wir machen. Da ist viel Raum für Kreativität und Entspannung. Die Lebensfreude springt einem hier ja an, findet sie nicht? Ich glaube, es ist zu gut für uns. Also ich hätte da noch einen wunderschönen kleinen Altbau, Stuckgarten, Parkett. Ich warte unten auf Sie. Versprochen.